Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Leuchtberg Barbecue. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen uns heute Pork Belly Burnt Ends vom Smoker. Viele von meinen Freunden haben sowas noch nie gegessen, deswegen musste ich es ihnen unbedingt mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Für die Zubereitung von unserem Pork Belly Burnt Ends benötigen wir auch gar nicht viele Zutaten. Ich habe hier ein paar kleine Stückchen Butter, dann etwas Honig, ein Barbecue Rub, nehmt da wieder, was euch schmeckt, eine Barbecue-Soße, etwas Braunzucker und hier ein Stückchen Schweinebauch, 4,5 Kilo schwer, wieder ein Prachtexemplar bekommen. Großes Dankeschön dafür nochmal. Den müssen wir uns noch auslösen. Aber bevor wir an die Zubereitung gehen, müssen wir wie immer unseren Smoker anfeuern. Ich habe den Smoker schon mal wieder etwas vorbereitet. Heute machen wir das mit einer Mischung aus Apfelholz und Pfirsichholz. Die habe ich schon mal eingestapelt. Dann hier drüben wieder unsere beiden Konsistformen mit Wasser drin, dass wir eine schöne feuchte Garraumtemperatur bekommen. Dann wieder mein Thermometer zur Überprüfung der Garraumtemperatur. Da warme Luft ja nach oben steigt, würde ich das Deckelthermometer immer eine andere Temperatur anzeigen, als die, die wirklich hier am Gargut herrscht. Wir starten jetzt das Feuerchen und dann schneiden wir unseren Bauch zurecht. Die Zubereitung des Schweinebauchs ist auch eigentlich ganz einfach. Hier auf der anderen Seite haben wir die Rippenknochen langlaufen. Diese müssen wir uns entfernen. Hier könnt ihr auch drunter lang schneiden. Könnt ihr euch dadurch dann Rips rausmachen, ne, diese portionieren. Hier an der Seite den Knorpel noch entfernen. Aber da ich ja leider nur einen Bauch habe und ein Rippchen ein bisschen wenig ist, entferne ich die Knochen aus dem Bauch und dann machen wir die Schwarte noch ab. Als erstes entfernen wir uns die Silberhaut von den Knochen. Die wird später sonst richtig zäh und lässt den Geschmack nicht durch. Dann nehmen wir hier einen Löffel, fahren unter den Rippenknochen drunter und lösen diese damit ab. Wenn ihr die dann schon etwas vorgelöst habt, ne, die ist ziemlich flupschig, nehme ich mir immer hier so ein Stückchen Küchenpapier zur Hilfe, dann rutscht das nicht mehr so ab. Und wenn wir Glück haben, können wir die Silberhaut in einem Stück abziehen. Jo, das sieht ja schon ganz gut aus. Ein paar Fitzelchen sind noch dran. Aber so ist das in Ordnung. Jetzt lösen wir uns die Rippenknochen aus. Da fahren wir mit dem Messer links und rechts an den Knochen entlang. Dann können wir einmal mit dem Messer drunter fahren. An der anderen Seite auch nochmal. Und so lösen wir uns die Knochen Stück für Stück weiter aus. Die Knochen haben wir jetzt ausgelöst. Jetzt haben wir hier noch den Knorpel langlaufen. Den müssen wir auf jeden Fall rausmachen. Das ist nicht schön, wenn man den dann erwischt. Drehen wir das Stückchen mal so. Schneiden da einmal drunter und dann können wir da schön entlang fahren und den auslösen. So, das hätten wir. Wir fahren noch einmal drüber, gucken, ob wir noch ein paar kleine Knorpelstückchen spüren. Diese entfernen wir dann noch. Jetzt müssen wir noch die Schwarte von unserem Schweinebauch entfernen. Mit ein etwas größeres Messer. Fahren dann hier langsam rein. Wenn wir dann den Anfang haben, schneiden wir an der Schwarte entlang. Schaut da, dass ihr immer noch ein bisschen Fett dran lasst. Soll später nicht zu mager werden, obwohl das sehr schwer ist bei Schweinebauch. Die Schwarte ist jetzt unten. Jetzt portionieren wir uns noch den Schweinebauch. Schneiden Sie hier so breite Streifen runter, 4 bis 5 cm. Und daraus schneiden wir uns dann Würfelchen. Macht die nicht zu klein, die werden dann im Grill noch was zusammenfallen. Aber die kann ja jeder machen, wie er sie mag, von der Größe her. Währenddessen hat das Feuer im Smoker auch schön angefangen zu brennen. Regulieren mit dem Schieber unsere Luftzufuhr. Die mache ich erstmal auf halb. Schließen den Deckel und lassen diesen erstmal aufheizen. Den Schweinebauch habe ich jetzt fertig gewürfelt. Schaut da, dass ihr ungefähr immer gleich große Stückchen kriegt und dass die Garzeit dann passt. Ich meine, wenn eins mal ein bisschen kleiner ist als das andere, ist das nicht schlimm. Wenn der Bauch dann zu trocken ist, können wir da noch ein bisschen Senf rangeben, dass da unser Rub besser dran haftet. Aber der hier, der ist klebrig genug, da ist genug Feuchtigkeit im Spiel. Da können wir jetzt unsere Gewürzmischung drüber geben. Schön großzügig. Und diese verteilen wir dann an dem Fleisch. Schauen, dass er überall was dran kommt.
Die Schweinebauchstückchen sind jetzt ordentlich mit Rub versehen, sodass überall schön was dran gekommen ist. Diese können wir jetzt an die Seite stellen, noch ein bisschen ziehen lassen. Wir warten jetzt, dass der Smoker auf eine Temperatur von 120 bis 130 Grad eingependelt ist. Der Smoker ist jetzt auf 125 Grad eingependelt. Jetzt können wir unsere Stückchen auflegen. Da legen wir die etwas dickeren nach vorne. Dort ist es im Smoker immer ein bisschen heißer. Die etwas dünneren geschnitten, legen wir was weiter nach hinten. Wir haben die Stückchen jetzt alle aufgelegt. Schaut da bitte, dass ihr immer ein bisschen Luft zwischen den Stückchen lasst, dass der Rauchgeschmack auch überall dran kommt. Wir schließen jetzt den Deckel und lassen diese erstmal für 2 bis 2,5 Stunden auf dem Smoker. Nachdem nun unsere Pork Belly Burnt Ends eine Stunde lang auf dem Smoker gelegen haben, sehen diese so hier aus. Richtig schön geworden. Die tausche ich jetzt einmal durch, dass sie auch alle gleichmäßig Hitze kriegen. Ich habe die Stücken durchgetauscht und jetzt warten wir für eine weitere Stunde. Nachdem unsere Pork Belly Burnt Ends jetzt 2 Stunden auf dem Smoker gelegen haben, sehen diese so aus, haben wunderbar Farbe angenommen. Die nehmen wir jetzt runter. Nachdem wir nun die Burnt Ends vom Smoker genommen haben, geben wir dort unsere Barbecue-Soße mit dabei. Geben dort etwas von unserem braunen Zucker drüber. Ein Spritzer Honig drüber. Der soll dann nachher schön drauf karamellisieren. Das gibt einen ganz tollen Geschmack ab. Das genügt. Und das rühren wir jetzt erstmal ordentlich durch, dass überall der Zucker, der Honig und die Soße hinkommen. So, wir haben die Burnt Ends jetzt gut mit der Soße vermischt. So sieht das sehr schön aus. Da geben wir jetzt noch von der Butter etwas drauf. Verteilen die hier und dort ein bisschen. Da habe ich hier so kleine Stückchen rausgeschnitten, weil überall in jede Ecke ein bisschen was reinkommt. Nun schnappen wir uns die andere Konsistform, geben diese drauf. Das ist jetzt so gut wie luftdicht abgeschlossen. Und die stellen wir jetzt auf den Smoker, um es dämpfen zu lassen. Darauf mit den guten Stücken. Deckel schließen. Wir heizen den Smoker jetzt auf eine Temperatur von 150 bis 160 Grad an und lassen diese dort ungefähr für 1,5 Stunden drauf dämpfen. Nachdem wir nun unsere Pork Belly Burnt Ends 1,5 Stunden gedämpft haben in der Konsistform, öffnen wir mal, schauen mal nach, wie sie aussehen. Wow, richtig gut geworden. Diese nehmen wir jetzt von dem Smoker nochmal runter und legen die nochmal für eine halbe Stunde bis eine Stunde auf, dass der Zucker und der Honig nochmal außen schön karamellisieren, eine ordentliche Kruste geben und dann können wir endlich probieren. Die Burnt Ends liegen jetzt wieder auf unserem Smoker. Ich habe den wieder auf 120 Grad einpendeln lassen. Wir schließen jetzt den Deckel und warten noch einen Moment ab. Die Flüssigkeit, die sich hier in der Konsistform gesammelt hat, die gebe ich hier in meinen kleinen Dutch-Ofen rein, der auf der Side-Firebox steht. Da werde ich das mal ein bisschen einreduzieren lassen, dass wir dann auch wirklich super Geschmack kriegen. Das geben wir dann auf die fertigen Burnt Ends drauf. Es dauert jetzt nur noch 10 Minuten, bis unsere Burnt Ends fertig sind. In die Soße gebe ich noch mal ein bisschen Salz rein und eine kleine Prise frisch gemahlenen Pfeffer. Das Öl, was oben drauf geschwommen ist, habe ich währenddessen auch schon mal abgeschöpft. Das wäre uns sonst ein bisschen zu fettig geworden. Wir rühren jetzt noch mal durch, lassen die noch einmal ganz kurz weiterköcheln und dann kann es endlich losgehen. Es sind nur weitere 10 Minuten vergangen. Wir schauen jetzt mal nach, was unsere Pork Belly Burnt Ends machen. Und yo! Richtig super geworden. Ich zeige euch das mal was näher. Der Zucker ist oben richtig schön karamellisiert drauf. Die nehmen wir jetzt runter und dann lassen wir es uns schmecken. So, hier liegen sie nun. Jetzt wollen wir auch mal einen anschneiden, gucken wie die geworden sind. Ich schnappe mir vorne den mal. Ein Mittelschnitt. Oh, geht schon super durch. Hier einen leichten Rot Smoke Ring haben wir auch dran. Sieht wirklich schön aus. Hier gebe ich jetzt noch ein bisschen von unserer eingedickten Soße dabei. Ein bisschen was drüber und jetzt probieren wir. Das ist wirklich mal ein Hammer geworden. Butter zartes Fleisch hier. Ne, könnt ihr so wieder auseinanderziehen. Ein Traum, wirklich. Ich werde davon jetzt noch ein paar essen und dann sehen wir uns zum Fazit wieder. Kommen wir zum Fazit. Unsere Pork Belly Burnt Ends waren geschmacklich wirklich der Hammer. Das Fleisch hatte eine schöne Würze durch den Rub angenommen, war innen drinne butterzart, ein toller Rauchgeschmack dran durch das Pfirsich- und Apfelholz, was wir heute verbrannt haben. Dazu die süße Soße, die wir gemacht haben mit unserer Barbecue-Soße, Honig, braunen Zucker dabei, die paar Stückchen Butter, hat wirklich sehr gut miteinander harmoniert.
Müsst ihr unbedingt mal nachmachen, ich kann es nur empfehlen. Das Wort Pork Belly Burnt End heißt auf Deutsch eigentlich übersetzt verbrannte Schweinebauchstückchen. Die sind aber nicht verbrannt, die liegen nur halt nur länger auf dem Smoker, werden dadurch etwas dunkler und sehen daher verbrannt aus. Selbst Leute, die sowas heute zum ersten Mal bei mir probiert haben vom Smoker, haben gesagt, sowas Tolles haben sie bis jetzt noch nicht gegessen. Und ich fand die Sache auch wirklich richtig lecker. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Könnt mir hier unten auch in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Oder hier drüben sogar ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Heiko von Leuchtberg Barbecue.